Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Watch Legacy. Und heute, guck mal, was vor allem er Flammenbarriere umgibt dich mit schützendem Feuer. Das nur mal eben so nebenbei. So, was haben wir? Zwangsstörung, alles muss zerstören, Dinge und so. Und du bist voller Anabolika. Angriffe werfen Feinde zurück. Hormonüberschuss. Woll. Erzmagier, fotografisches Gedächtnis. Du behältst Dinge sehr gut genau im Gedächtnis. Oh, klingt interessant. Du bist wie, also auch, und du leidest unter spontanen Muskelkrämpfen. Ich weiß nicht, ob das so interessant klingt. Wir nehmen den. Sir Hornsby wird sein. Wir haben 1000. 1000 haben wir. Hier links reicht nicht. Das wird reichen. Shinobi verbessern. Werde zum Anführer deines Dorfes und verwandle deine Shinobi in eine Hokage. Echt jetzt. Na komm, verbessern wir die. Pum. Maximal. Werde von einem armseligen Shinobi zu einem mächtigen Hokage. Meistere die Kunst, scheinbar getroffen zu werden, dich aber heimlich in letzter Sekunde in einen Holzblock zu verwandeln. Gut, dass du so viel Holz bei dir herumträgst. Zwinker, zwinker. Ein kann so ausblinken. Oh, da können wir unser Zuhause sehen. Bam. Was, bin ich schwächer geworden? 19 nur noch? Warum? Bin ich alt? Der Schmerz. Er heißt der Schmerz. Oh Gott. Ah nee, das redet der. Oder so. Ach, weil wir ein Zauberer ja sind. Genau, stimmt ja. Wir sind ja jetzt ein Zauberer. Okay. Niu, niu, niu. Hallo. Der Charon, der kassiert wieder die Kohle. Und wir können ja den hier machen, ne? Aua. Aber jetzt ist easy, oder? Das habe ich ja schon mal gedacht. Was ist hier los? Oh, ich habe keinen Mana mehr. Aua! Und ich habe auch kein Leben mehr. Nee, Magier ist ja mal richtig kacke. Wie viel Mana kriegen wir denn, wenn wir die töten? Hiwiwiwi! 6. Also. Nein! Ja, das war schon. Mana ist vorbei. Ach komm. Okay, von Mana halten wir erstmal Abstand. Solange wir kein Mana haben, bringt Mana gar nichts. Scheiß auf Mana. Erzmagier. Wollen wir machen? Nein, Spaß. Du kannst Leute nicht auseinanderhalten. Lol. Brustzug. Also, ey, ich wüsste nicht mal, dass das alles so ADHS kenne ich, aber. Prosopagnosi. Sagt mir gar nichts. Und. Dass man immer rumfluchen muss. Ich dachte, das heißt Tourette. Aber vielleicht ist das ein anderes Wort. Coprolali. Ungeschickt. Deine MP sind vertauscht. Wer hätte das gedacht? Also, Barbarenkönig. Nehmen wir den Barbarenkönig. Soll er ein bisschen rumfluchen? Na gut. Sir Mark. Der Mark hat Bock, habe ich gehört. Oh, 29, jetzt geht's los hier. Ach, die kann reden, ne? Ah, weil wir ja was. Weil wir ja da. Ja, was Neues. Vergeltung. Fügt erlittenen Schaden auch den Angreifern zu. Mehrere gestapelte Runen erhöht den reflektierten Schaden. Und da haben wir auch noch was Neues. Mal hier gucken. Da. Und da. Aber leider kein Geld. Sorry. Sorry. Dann rein. 15 Gold dürfen wir behalten. Juhu. Genau das, was ich brauche. Ah nein. Was heißt das eigentlich hier? Vorhin hat das auch nichts gebracht. Wow. Guck mal. Bringt das irgendwas? Ah. Das hält aber Feinde davon ab,
mich anzugucken. Okay. Oh Gott. Ja, einfach rumfluchen. Ich brauche ja gar nicht hauen. So, was haben wir denn? Willst du um Hilfe beten? Jawohl. Segen des Helios. Was heißt das? Nein, geh doch da rein. Ach komm. Da kann das sein, dass wir jetzt Doppelmünzen kriegen? Oh Gott. Ey, das kann ich eigentlich. Ja, guck mal, zwei Münzen fallen immer raus. Oh, das ist aber gut. Hui. Gibt auf jeden Fall mehr Gold dadurch, ne? Ja, so viel Gold, so viel Gold. Ja, ich möchte ungern verkacken. Oh. Weil das ist ja schon geil, ne? Mit Doppelgold. Aber warum sollte man aber darauf verzichten? Ja, macht ja gar keinen Sinn. Weil er fragt ja einen, willst du beten? Ah, vielleicht können auch böse Dinge rauskommen. Ein Fluch statt ein Segen. Das kannst du haben, ne? Oder wollen wir ja nicht weitergehen? Dann gehen wir hier wieder zurück. Und dann gehen wir hier mal hoch. Aua. Aua. Ja. Ja. Ach, komm schon. Ja, mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Als dieses. Ach, Manno. Paladin. Barbaren. Und Schurken. Okay. Lady Evelyn. Ich glaube, Evelyn hieß sie, ne? So, die Minenarbeiterin tun wir jetzt erstmal freischalten. Entdecke die Fähigkeiten der Minenarbeiter und vermehre das Vermögen deiner Familie. Besser im Geld verdienen als im Feinde töten. Minenarbeiter sind am besten dafür geeignet, das Schloss nach Schatztruhen zu durchsuchen und einer Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Klingt interessant. Was haben wir hier? Verbessern? Besorge dir dein Geologie-Diplom und werde von der Minenarbeiterin zur Höhlenforscherin geschickt. Schick! Achso, und werde zur Höhlenforscherin. Schick! Und hier unten? Werde ein besserer Schatzsucher und verdiene mehr Geld für weniger Arbeit. Und Schurken verbessern, okay. Oh. Wo ist jetzt mein Minenarbeiter? Achso, das ist die Klasse, ne? Wahrscheinlich. Ja, das kann natürlich sein, dass es die Klasse ist. Und nicht hier draußen irgendwo ein Dude. Bum, 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 bum. Hopp. Ja. Wie kommt man zu euch rein? Kommt man zu euch rein? Vielleicht kriegt man auch eine Bombe oder so. Auch hier mit dem Wendelspringen und so. Aber da komme ich auch nur gerade so noch hoch. Yep. Nix. Okay, an die Kiste kommen wir jetzt also nicht. Dann gehen wir mal weiter. Das sind die schon wieder. Okay, schaffen wir. Oh.
Einfach nur aufpassen, wo die Dinger hinfliegen. Ist ja eigentlich nicht so schwer. Oh, jetzt ist er aber richtig sauer. Er dreht. Er hat keine Knochen mehr. Doch, hat er noch. Guck mal, das Gute ist ja, dass sie sich ja nicht bewegen, ne? Oh. Und das Gute ist, dass ich noch so viel Leben habe. Ja. Blutschienen. Aber ja, schon mal einen Boss geschafft, ne? Also so ein kleiner Miniboss. Ich gehe mal stark davon aus, dass das kleine Minibosse sind. Sind ja nicht mal eben. Sind ja nicht ohne, ne? Jo! Erstmal so hoch. Ah, hier auch schon wieder. Aber nee, das sind normale Gegner. Oh, ich voll da rein. Kann ja nicht. Zack. So, Nervensägen alle weg. Aua. Scheiß Augen. Das sind nicht mal Augen. Scheiß Geister. Hey! Hey! Ich kann kein Messer. Hey! Oh. Junge, Junge. Fett am Schwitzen hier. Ich habe auch nicht mehr so viel Leben, deswegen. Ja, okay, gut. Okay. Essen? Nein, leider nicht. Ah, der muss erstmal weg. Warte. Oh, Kiste. Oh, Gold. Gold. Oh, jetzt Boss. Ja, Boss kann ich mir im Moment einfach nicht leisten, ne? Hey, ja. Aha, aha. Ui, ui, ui. Aber jetzt komme ich da halt nicht mehr ran, ne? Egal. Die Blutbrustplatte. Kann man wahrscheinlich ganze Sets hier aufbauen. Bam, 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 da, da. Aua. Okay, der ist auch weg. Hey. Okay. Ja, was geht denn hier oben ab? Ja, die kriege ich leider nicht tot. Ich weiß auch nicht, wie ich da reinkomme. Im Moment wissen wir es noch nicht. Wir werden es aber eines Tages wissen. Oh, hier ist heilen. Nee, um Hilfe bitten. Hyperons Ring. Aber wie kann ich das tauschen? Das scheint ja eine Fähigkeit zu sein, oder? Keine Ahnung, wie man den tauscht. Hallo. So, der ist weg. Einmal hier rüber. Oh, Essen. Essen ist sehr gut. Ach, da oben ist schon wieder irgendwo so ein Auge. So. Oh, dicke Kanone. Boah, mit Suchrakete. Okay, ich hab keinen mehr. Aber easy gemeistert. Für den König. Nimm keinen Schaden, okay. Kriegen wir hin. Wo muss ich denn hin? Nach oben wahrscheinlich, ne? Ja. Guck dir das an, die Sprungrune am Schien. Okay, jetzt heil wieder runterkommen. Oh, runter ging ja easy. Ha! Mit links habe ich das gemacht. Mit links.
Okay. Teleportieren wir uns? Ja, ne, ist besser. Wir müssen ja eh da unten hin. Okay. Tudum, tudum, tudum. So, jetzt hier nach unten. Hey, ja, ja. Hey, ja. Aber er ist auch böse, das sehe ich doch. Ah, der ist auch böse. Zack. Ah, nein, du Penner. Wo bist du? Ah, nein! Jetzt hör doch mal auf! Für 10 Gold so einen Stress zu machen. Okay, wie machen das? Hugoaba! Oh Gott! Am! Hä? Was ist hier los? Warum? Ach, das war der Ring! Der Ring hat mich wiederbelebt. Ich dachte, es ist schon vorbei. Okay. Ich dachte, ich kann da durchdashen. War wohl nichts. Nicht nochmal sterben. Oh, scheiße. Ui, 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 ui. Okay, ein bisschen Gold noch. Ich brauche was zum Fressen. Was zum Fressen. Warte, warte, warte. Soll ich weg? Heia, heia, heia. Gut. Ein bisschen Gold noch. Vom Tod. Vom Tod noch mal ein bisschen Gold einsammeln. Heia. Der sieht komisch aus, der Dude, ne? Ey, nix zu fressen, ich hab nur noch 6 Leben. Oh, Tagebuch. Tagebucheintrag Nummer 4. Alles an diesem Schloss ist falsch. Ich verliere ständig meinen Pfad aus den Augen und es gibt keine Sonne und Sterne, die mich leiten könnten. Mir kommt vor, ich bewege mich einen Schritt nach vorn und 2 Schritte zurück. Ich muss meinen Fortschritt gewissenhaft aufzeichnen. Sonst werde ich ewig im Kreis gehen. Die Karten, die ich den Leichen anderer Abenteurer abgenommen habe, sind atemberaubend ungenau. Es ist fast so, als ob sie ein ganz anderes Schloss beschreiben. Vielleicht stellt dieser Ort etwas mit dem Verstand an. Oder bewegen sich die Steine unter meinen Füßen tatsächlich? Das kann natürlich sein. Ne? Das kann natürlich sein. Oh yeah, oh yeah! Ich brauche was zum Futtern. Da oben ist Futter. Warte. Okay, okay. Die da oben treffe ich gar nicht, ne? Nee. Boah, dieser Knochen. Der Knochen. Der Knochen. Nein! Okay, ich lebe noch. 2 Leben noch. Hey ja! Ja, ich würde sagen, easy überlebt. Oh, was ist? Besiege alle Feinde? Wie soll ich das machen? Schade. Eine Herausforderung, die ich noch nicht kann. Verdammt. Okay, und hier. Hier ist nix. Okay, wo müssen wir noch hin? Da unten rechts müssen wir noch hin, ne? Und da links müssen wir noch hin. Gehen wir erstmal hier links. Oh, wir haben 2000... Wir haben 2000 Gold. Das kann ich hier nicht hoch, ne? Hey, ja, ja! Aber der kann Stress machen. Der kann auch Stress machen. Der kann auch Stress machen. Körperkontakt. Abstand halten. Hey, ja. Hallo?
Aha! Geiler Raum. Muss ich ja sagen. Guck mal, da unten rechts. Sehr verdächtig, dieses Ding da unten. Puh. Hey, nein! Okay, jetzt einfach nur noch geradeaus durch. Vor allem, eigentlich muss da ja noch eine Menge kommen. Der Weg zum Dingsen fehlt noch, zur Dungeon, und der Weg zum Dingsen fehlt noch. Hui. Zur Dungeon und zur Dungeon und hier, Mann, wie heißt das? Dieser Wald da halt. Oha. Da hatte jemand Bock. Nein, von hinten! Von hinten! Die Axt kann Feinde mehr treffen. Okay, aber wir haben die zwei Dicken da besiegt. Den gelben und den Dingensen. Und wir haben so viel Gold. So viel Gold. Also schalte nächste Folge wieder ein. Und dann geben wir das ganze Gold aus. Und das wird richtig investiert. Also mal ein bisschen in Schaden und in Leben und hast du nicht gesehen. Und also, bis zur nächsten Folge. Ciao!